Ja. Pech gehabt, gell? Dumm gelaufen. Hab ich mir schon gedacht. Oh, kein Holz mehr. Was ist denn hier los? Wir leben ja wie so Ureinwohner. Da ist er, da ist er. Oh no. Oh Gott, verkackt. Dann schau ich noch nicht rüber. Hast du ein Holz wenigstens und noch ein Eisen? Einfach, wir haben doch eine Eisenkiste. Ich hab grad eben hier... Wie heißt nochmal? Shift. Ah. Holz, Holz. Oh, da ist Eisen. Dann mach's nicht ganz leer. Da ist eins drin. hast du Holz? Ach, ich klaue jetzt halt hier von unserer Farm. Ja, Mann, du bist echt so einer. Ich hab nix. Außerdem haben wir sogar eine Kiste, wo Holz drin ist. Haben wir? Ja, da. Oh. Schreist du mal gleich so? Immer wenn du wütend bist, schreist du mich gleich an. Bin ich wütend. Hast du Glas? Nein, nicht mehr. Jetzt habe ich gerade einen Pisten gebaut, aber hatte ich schon einen Pisten im Inventar. Kann ich Sandstone zerlegen? Nee. Oh. Ey, schlimmer als bei Hartz IV TV hier auf ProSieben. Na, glaube ich nicht. Kann nicht sein. Oh. Impossible. Geh mal schlafen, bevor wir Zombie... Apokalypse kommt. Ich hab grad zu tun. Marco. Ich geh wieder im Bett raus. Nee, ich komme. Oh, ich höre ein Skelett. Wir müssen hier echt mal irgendwie die Villager retten. Oder wir töten sie einfach alle und holen uns irgendwann neue. Da hinten ist ja noch so ein Dorf, was wir ausbeuten können. Dass der Villager keine Angst hat mit offener Tür. Er liebt es, gefährlich zu leben. Schon wieder rennst du in mir drin. In jeder Folge sehe ich dich von innen. Und das war jetzt ganz schwul. Ich hab das nicht verstanden. Was wollte ich jetzt? Eierglas. Generator? Motherator? Ach, jetzt, das gibt's ja nicht. Ich kann echt einen Ausraster hier. Warte, so. Mach ich mein Rain. Glas much, hier much, jetzt. Much. Es tut mir leid, dass ich euch so voll huste. Penner. Hat der eigentlich nicht wirklich. Penner. Schon wieder bist du aggressiv, wenn du wütend bist. Penner. Okay. So. Ist fertig. Okay, machen wir zwei. Dann machen wir eine Double. Uah. Oh Gott. So. Redstone-Fackeln? Oh, 26 Redstone-Fackeln. Kannst du mir das erklären? I don't know. Marco singt Lieder. I don't know. Fuck. Boah, warum habe ich eine Diamond Pickaxe? I don't know. Warum immer ich? Warum werde ich immer bestraft mit sowas? Okay. Adam, willst du mal sehen, wie Lava reinläuft und so? Ja, warte noch ganz kurz. Ich mache hier ganz schnell provisorisch, baue ich was. Denn jetzt können wir, glaube ich, all diese Dinger hier nehmen, oder? Mann. Warte jetzt. Das da haben wir schon. Das da. Bis uns der Saft ausgeht. Ich teste jetzt hier nur so provisorisch erstmal. Bis uns der Saft ausgeht.
Ja, das wird gleich sehr schnell der Fall sein. Ja, weil die Dinger nicht angeschlossen sind. Da. Von Na. Unten. Hier, von unten. Ja. Und hier. Und jetzt schau mal, ob der Strom drauf ist. Warum hast du es ausgemacht? Jetzt ist es dann. Wie hast denn du das hier angestöpselt? So, naja, jetzt ist es nicht an. Irgendwie ist hier gar nichts dran. Ja, nee, die sind grad ab, ja, stimmt. Ja, dann mach mal hin. Sonst blockiert uns hier das System. Ja. Doof. Warum tust du sowas? Darum, weil ich keine Pipes mehr hatte und der Ding voll gehen muss. Ganz einfach. Wenn ich jetzt wüsste, da sind die Pipes. So, wenn du bei dir zu Hause irgendwie einen Schrank reparierst, baust du auch vom anderen Schrank die Schrauben raus. Nein, aber das wird eh alles umgebaut jetzt. Und wenn ich einen Schrank habe, der noch gut beisammen ist, dann nehme ich die Teile vom Schrank. Aber und nicht, stöpsel Schrank. Jetzt an. Da hast du recht, aber. Oh, ich trinke mal währenddessen was. Lecker Cola. Nein, 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 wir sind ja nicht so Fast-Food-Menschen. Nam, 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 lecker. Wasser. Oh, rote Betesaft. Rote Betesaft. Okay. Und dazu so ein gutes. Nein, so ein leckeres Radieschen. Hoppala. Da muss es hin. Marco, du bist betrunken. Geh nach Hause. Nein. So, dann. Hast du jetzt gezeigt, wie hinten die Lava reinläuft? Ja, Moment, ich muss. Okay, da kommt Saft. Hast Glück. So, Marco ist mit dem Tank fertig und hat hinten ganz viel Eisen verschwendet. Und du hast es so langweilig an der Seite angestöpselt. Ja. Ich dachte, machst du das Coole von ganz oben. Ich hab aber, keine Pipes. Auf jeden Fall seht ihr jetzt, da hinten ist so ein Ventilblock. Und da pumpt Marco gerade Lava rein. Oder wir. Und zwar hier. Kannst du mal rechtsklick einfach drauf machen, dann auf dem Ding und zeigen, wie viel da reinpasst. Gleich. Und zwar, man könnte auch das Ding eben oben machen und man sieht es dann von oben so runterfließen. Wenn ihr oben 5 Stück reinmacht, fließen 5 so Dinger gleichzeitig rein. Was halt richtig geil ist und der Tank füllt sich. Der einzige Nachteil ist, dass die Lavatextur irgendwie nur vergrößert wird, was sehr schlimm aussieht von den Pixeln her. Aber ja. Und riesige Pixel. Und einfach rechtsklicken, egal wo auf dem Tank. Also kannst du euch unten in der Ecke hinklicken und ihr werdet den Tank sehen. Und ja. In den passen jetzt hat 6272 Liter rein. Sorry, hier sind Eimer. Das sind, ein Eimer ist ein Liter bei Feed the Beast. Und genau, die Nuller da, weil hier ist 1000, was ist das nochmal für eine Einheit, Milliliter? Millibucket oder so. Millibucket. Und genau, also da nicht verrechnen oder nicht vertun. Und sich freuen, ey, wir haben schon 48.000 Liter drin. Weil es sind einfach nur so Nachkommastellen hier, oder, ja. Es sind 50 Eimer, das ist schon ganz schön viel jetzt. Aber keine 50.000. Ja, wird schon noch. Wirst schon sehen. So, dann teste ich jetzt hier noch weiter. Okay. Dann haben wir ja schon mal hier ein bisschen Strom und Dings dran. Das passt ja schon mal. Und? Und? Was macht das da hier? Ja, es gibt zwei Arten von Eisen. Deswegen. Achso. Nicht Eisen, Silber. Schau doch vorne an die Kiste hin. Da ist doch schon was drin. Ach, da ist das Silber und da ist das Silber. Okay. Hab schon gecheckt. Okay. Ja, dann ist er jetzt hier schon mal sehr gut. Na, ich muss hier noch weiter jetzt die restlichen Sachen, noch Redstone und so, aber die zum Verarbeiten sind schon mal drin. Deswegen Erze können wir alle rein, bis auf Bauxitzeug. Das wird gar nicht verarbeitet, das lass mal so. Mhm. Aber das hier kann ich schon mal alles reinwerfen. Also alle Ores, die wir haben, bis auf Bauxit, glaube ich. Also da kann ich jetzt quasi
Alles mal rüber scheffeln, erstmal in die Kiste. Genau, weil ich wollte mal testen, was jetzt halt dann rausploppt, oder nicht verarbeitet wird. Okay. Aber ja, das sind, glaube ich, schon alle. Dann sammle ich mal das Eisen auf hier überall. Dann Aber das habe ich ein Einzige volles noch Inventar. von der Geschwindigkeit her, keine zwei 64er-Stacks vom gleichen hintereinander in die Kiste rein. Oh, habe ich sogar schon gemacht. Weil das bumst das System recht ordentlich dann. Weil es von der Geschwindigkeit her ist Funktioniert es sehr gut. halt, ja, es ist ja von der Geschwindigkeit her ausgelegt auf das Quarry, und das Quarry würde ja niemals zwei 64er-Stacks hintereinander konstant pumpen. Aha. Ah, alles durchdacht.